Ihr habt ja gestern erlebt, wie Roy mit den Zigeunerkarten ein großes Blatt legt. Und das können wir im Tarot nicht machen. Aber ich möchte euch eine Legung vorstellen, mit der man etwas Ähnliches machen kann und die meine persönliche Lieblingslegung ist für alle Situationen, in denen die Menschen so vor mir sitzen und sagen: Jetzt mach aber was, ich sag dir gar nichts über mich. Was ich ja eigentlich ziemlich dämlich finde, weil so hat man nichts von Kartenlegen. Aber wenn die Leute das unbedingt wollen in einer Kurzberatung, dann packe ich diese Legung aus. Ich dachte immer, sie heißt auch Zigeunerlegung. So habe ich das in meinem Hirn vor vielen, vielen Jahren abgespeichert. Tatsächlich heißt sie aber, was passiert konkret? Das habe ich jetzt gerade eben erst erfahren, als ich nochmal nachgelesen habe in dem Buch, aus dem ich sie habe. Und dieses Buch ist das allererste Buch, mit dem ich persönlich Tarot gelernt habe, was ich immer noch sehr wertschätze. Es ist das Buch von Renate Anratz, Tarot, dem Leben in die Karten schauen. Und ich finde, es ist ein wirklich großartiges Buch, das jeder in seinem Schrank haben sollte. Mit Renate Anratz würde ich auch echt gerne mal reden beim Tarot e.V. Sie war ja mal auf einer unserer Kongresse, ich glaube 2006 war sie dabei oder 2005, ich entsinne mich nicht mehr ganz genau. Aber ich habe dann nie wieder was von ihr gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch aktiv ist. Auf jeden Fall, dieses Buch ist ein echt super Buch, empfehle ich euch allen. Ja, diese Legung sieht aus wie folgt. Ja, wie folgt. Das klappt noch nicht so ganz. Dafür ist diese Testphase da. Ah ja, ich drücke aufs Falsche, deswegen funktioniert das nicht. So, jetzt müsstet ihr das alle sehen können. Hier haben wir die Legung. Was geschieht konkret? In dieser Legung ziehe ich 11 Karten. Und ich habe eine Themenkarte hier ganz oben. Ich hoffe, ihr könnt die Maus sehen. Ich habe dann eine Linie für die Vergangenheit, die aus 3 Karten besteht und die ich quasi parallel lege. Eine ist das, was mir bewusst ist. Das andere ist, dass eher unbewusst in mir abläuft. Und in der Mitte das, was konkret passiert. Dann habe ich eine Linie für die Gegenwart, wieder nach dem gleichen Muster. Bewusst, unbewusst, konkret, plus einem Faktor, der zusätzlich Informationen mir bietet und etwas mit dem Außen zu tun hat. Wobei nicht immer ganz klar ist, ist das jetzt, was von außen an mich herangetragen wird oder das, was ich nach außen ausstrahle. Da kann man mitspielen. Und dann die dritte Linie, die für die Zukunft steht, auch wieder das gleiche Muster. Das ist, was mir bewusst ist, das ist, was unbewusst ist und das ist, was tatsächlich passiert. Somit ist diese mittlere Linie natürlich die allerwichtigste Linie, weil wir da die konkreten Ereignisse ablesen können. Und die Karte in der Mitte ist besonders wichtig, weil sie sowohl konkret als auch in der Gegenwart ist. Ja, nun ist das so, dass diese Legung zwar ganz toll ist, wie ich schon sagte, als eine Art Öffner, wenn Leute nicht reden wollen über eine Situation. Aber was bei dieser Legung fehlt, ist ein konkreter Rat der Karten. Und den möchte ich natürlich auch immer gerne mitgeben. Deswegen nutze ich diese Legung eigentlich wirklich nur, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich finde sie dafür besser geeignet als das keltische Kreuz. Und wenn dann die Leute tiefer einsteigen wollen und mit mir über etwas reden wollen, was sie aufgrund dieser Legung näher beleuchtet haben wollen, ja, dann benutze ich meine zweite Lieblingslegung, über die ich natürlich noch mal ein gesondertes Video machen werde. So, ich dachte, wir machen jetzt mal ein Beispiel aus der Legepraxis und da bietet es sich an, dass ich das so mache, wie Rui das gestern gemacht hat. Wir haben heute den 1. Juli 2020. Ist ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal über das kommende halbe Jahr Gedanken zu machen. Und ich werde das jetzt nicht konkret auf mich beziehen, sondern darauf, was hier in Deutschland wichtige Themen sind für uns alle im kommenden halben Jahr und womit wir uns vielleicht näher beschäftigen sollten, beziehungsweise was unbewusst abläuft, was bewusst abläuft und wo die Reise für uns in diesem Jahr noch hingeht. Mal sehen, was bei rauskommt. Ich nehme dafür mein Modern Witch Tarot.
das ich wirklich sehr effektiv finde, auch wenn ich manche Karten nicht ganz so toll finde, aber die meisten gefallen mir schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich mische jetzt einfach mal die Karten und ziehe logischerweise 11 Stück. Ich möchte dieses Video unter 10 Minuten halten. Mal sehen, ob ich das schaffe mit einer kurzen Interpretation. Sehr viel Zeit habe ich da nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal die Legung anbringen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich da noch was drüber gepinnt habe. Aber es dauert nicht lange, dann mache ich es weg. Ich hoffe, das funktioniert gut. So. Und ich finde die Themenkarte schon mal sehr interessant, die hier liegt. Kleiner Spoiler. Ja, wenn ihr zuguckt weiterhin, dann könnt ihr mir ja ein kurzes Feedback geben, wie ihr die Form der Präsentation findet. Roy und ich, wir experimentieren ja immer noch damit, wie wir euch am besten Karten zeigen können. Und deswegen machen wir auch gerade diese vielen Videos. Ja, weil wir einfach noch nicht so ganz klar herausgefunden haben, wie das am besten geht. So. Und ich muss auch gestehen, dass ich nicht weiß, was Rui gestern gesagt hat, weil ich war gestern nicht dabei, als er online gegangen ist. Aber toll, Kerstin, genau das wollen wir machen, ne? So, das kann ich hier wieder reinholen. Kerstin sagt, dass sie das super findet, was wir machen, weil sie sich wieder mehr mit dem Ganzen beschäftigt. Und ja, das ist natürlich genau das, was wir bei euch erreichen wollen, beziehungsweise wenn ihr Anfänger seid, dass ihr auch Lust habt, euch mehr damit auseinanderzusetzen. So, hier ist jetzt die Legung. Ja, und ich finde, das kann ich noch etwas näher ranholen. In diese Richtung müsste das dann gehen. Mal sehen. Ja. Ja, ich glaube, so kann man das echt ganz gut erkennen. Bis auf die obere Karte. Ich hole es noch mal ein bisschen runter, damit ihr die auch alle sehen könnt. Dieses Modern Witch Tarot zeichnet sich dadurch aus, dass halt eigentlich nur Frauen abgebildet sind. Aber ich finde das ganz witzig und warum soll nicht auch mal nur Frauen abgebildet sein auf etwas? Das ist ja auch mal ganz interessant. Ja, die Themenkarte ganz hier oben, da muss man jetzt nicht groß etwas weiter dazu sagen. Die 10 der Schwerter, das Thema dessen, mit dem wir uns gerade alle beschäftigen, ist eindeutig ein 10 der Schwerter-Thema. Ich habe hier nochmal die Karte auch auf dem Buch und da sieht man sehr schön, dass die Frau hier ein Handy in der Hand hat und diese Karte einfach dafür steht, was wir alle gerade durch Corona erleben, nämlich die Art und Weise, wie wir durch unser Leben mit Overload gegangen sind, wo wir vielleicht was feinjustieren müssen in unserem Leben. Und wenn wir zu den Menschen gehören, die halt keine Zeit in der Corona-Zeit hatten, darüber nachzudenken, weil sie um ihre Existenz gekämpft haben oder auch immer noch kämpfen, wie ja, die meisten selbstständigen Künstler und Menschen, die viele Kinder haben oder auch nur eins, ja, die fühlen sich halt auch wie die 10 der Schwerter. Und für die ist es jetzt im zweiten Halbjahr ganz notwendig, eben mehr zur Ruhe zu kommen, als die Menschen, die zur Ruhe kommen konnten. Ich persönlich kenne übrigens nicht wirklich Menschen, die zur Ruhe gekommen sind, aber vielleicht gehört ihr ja dazu. Und das ist einfach der Auftrag. Wir haben das Worst-Case-Szenario durchlebt, was man mit ohne Kontakt und ohne Kunden erleben kann. Und nun sieht die Zukunft, wenn ich mir jetzt diese Karten, die hier liegen, ansehe, eigentlich dann doch aber auch ganz rosig aus. Also es ist hier nicht alles verloren. In der Vergangenheit liegt auf der bewussten Ebene die 5 Münzen, auch klar die Karte des Mangels und der Sorge darum,
dass Clement, Kerstin, Sie, also wir gehen da gemeinsam durch eine Zeit, in der wir auf Abstand schauen müssen, dass wir alle irgendwie weiterkommen müssen. Wir sind abhängig geworden von Ämtern. Ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Andere Menschen sind das natürlich nicht, aber es gibt auch viele Menschen, die durch Kurzarbeit jetzt abhängig geworden sind durch Ämter. Und auf der unbewussten Ebene liegt aber die Königin der Stäbe, die uns verspricht, dass hier Kräfte wieder wachgerufen werden, die vielleicht dann ab August, September aktiviert werden können. Denn ich verbinde die Königin der Stäbe, die ja eine Sonnenblume in der Hand hält, gerne mit dieser Jahreszeit. Aus dem Wunsch auch der Ungeduld der Königin der Stäbe und dieser Leidensfähigkeit oder dieses Leidens der Menschen auf der 5 der Münzen hat sich die Königin der Schwerter herauskristallisiert. Dies ist zum einen eine Wiederholung der 10 der Schwerter. Also hier wird man nicht mehr von Schwertern erstochen und ja, Kerstin, sie drückt weiter fleißig auf ihre Tasten, sondern sie hat sich ein Schwert genommen und sich ermächtigt oder ja, hat sich ermächtigt, jetzt konkreter etwas anzugehen auf der Ebene des Internets zum Beispiel, was wir ja alle getan haben, aber auch auf der Ebene konkrete Pläne zu schmieden, die längerfristig auch wirken können. Und die Königin der Schwerter ist auch eine gute Ratgeberin. Das heißt, wir haben im Idealfall uns alle mit unserer Ratgeberin auseinandergesetzt, wie wir denn nun weiterleben wollen. Von daher kann ich diese Vergangenheitslinie gut nachempfinden. In der Gegenwart jetzt, bewusste Ebene, die 9 der Kelche, obwohl eigentlich sich nichts verändert hat zu April oder Mai oder Juni, sind die Leute jetzt besser gelaunt. Das mag auch am Bes Wetter liegen. Sie sind aber gleichzeitig auch nicht besonders mehr sozial, muss man ganz ehrlich sagen. Ich komme gerade aus dem Supermarkt. Ich bin eine totale Maskengegnerin persönlich, aber setze sie natürlich auf, weil es Pflicht ist. Und ich finde es abscheulich, dass das andere Menschen nicht tun, wenn ich das tun muss. Und was ich noch abscheulicher finde, ist, dass die Menschen, die den Sicherheitsabstand nicht mehr einhalten, wenn ich schon diese dämliche Maske aufsetzen muss, dann möchte ich auch, dass sich alle Menschen an die Regeln halten. Und dann möchte ich auch diesen Sicherheitsabstand. Gerade an Kassen finde ich den nämlich extrem angenehm. Und für mich ist die 9 der Kelche immer so eine Karte von wegen, naja, nach mir die Sintflut. Und das kommt jetzt wieder immer mehr stärker zum Tragen in der letzten Zeit. Auf der bewussten Ebene, auf der unbewussten Ebene sehen wir die Prinzessin oder den Buben der Stäbe, der jetzt das aufgreift, was die Königin der Stäbe aufgeworfen hat. Wir haben wieder mehr Feuer und Energie, wollen was für uns tun und sind einfach ja, sind einfach in den Startlöchern jetzt endlich wieder aktiv zu werden. Aber, und das ist die Warnung, die ich auch meine mit dem, was in Supermärkten, auf Einkaufsstraßen oder sonst wo passiert, aber wenn wir jetzt nicht weiter uns in zwei der Schwertern üben, nämlich klug bleiben, nicht sofort sagen, nach mir die Sintflut, wenn wir einfach jetzt dafür sorgen, dass wir weiter uns von anderen Einflüssen abschotten, und zwar ohne egoistisch zu sein, sondern eigentlich es tun, weil wir noch nicht das Problem gelöst haben, ja? Dann sieht das für mich hier ganz gut aus. Hinzu kommt von außen der Magier, der verspricht zusammen mit dem Buben der Stäbe, dass wir jetzt die Möglichkeiten haben, auf vielen Ebenen neu durchzustarten und das kreativ und anders als bisher. Und eine meiner großen Sorgen ist ja, dass wir das eben nicht tun werden, sondern genauso weitermachen wie bisher. Und das zeichnet sich eigentlich auch ab, finde ich. Ja, also eigentlich eine sehr schöne Gegenwartslinie. Und in der nahen Zukunft sehen wir, dass wir auch weiterhin wieder eine 2 liegt da, die 2 der Stäbe als konkreter Fakt, noch nicht aufgerufen sind, riesengroße Schritte nach draußen zu machen.
Sie hält ja die Weltkugel in der Hand, sie träumt von Reisen in ferne Länder, aber in diesem Fall würde ich sagen, bleibt noch ein bisschen in eurer Burg. So gern ich dieses Jahr noch nach England möchte, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Es ist einfach noch nicht an der Zeit, die großen Sprünge zu machen, sondern es ist viel besser, sich die Welt nach Hause zu holen, wie wir das jetzt durchs Internet tun oder halt dadurch, dass wir das, was vor unseren Füßen sind, entdecken und nicht so sehr immer nur darüber nachdenken, wie wir auf die andere Seite der Weltkugel kommen können. Gleichzeitig geht es darum, einen Neuanfang auf der irdischen Ebene zu machen. Auch da liegt ein Bube der Münzen. Der Bube der Münzen sagt mir, dass wir in der nahen Zukunft doch alle Gelegenheit bekommen, mit unseren Talenten etwas Neues anzufangen, auch wenn wir teilweise in hoffnungslosen Situationen sind. Aber alle Künstler, alle Selbstständigen und auch Angestellten, die weiterhin an dem festhalten, an das sie glauben, die bekommen hier eine Chance. Das finde ich sehr gut. Und was mir auch gut gefällt, die Neun der Stäbe im Bewussten ist so eine andere Qualität als die Neun der Kelche. Sie ist nämlich eine, ich bin vorsichtig, ich schotte mich weiterhin ab, ich bin defensiv, aber ich bin offener, als ich das auf der Neun der Kelche für mich wahrnehme. Von daher finde ich, dass wir zum Jahresende eigentlich in einer Position sind, wo wir schon etwas wieder für uns materialisiert haben, was gut ist. Wo wir aber noch nicht komplett wieder nach draußen gehen werden, gehen sollen. Und das heben wir uns dann einfach dafür auf, wenn Saturn und Uranus den Wassermann komplett erforschen. Nein, das ist nicht Saturn und Uranus. Saturn und Jupiter, verzeiht bitte. Erforschen und das wird Anfang nächsten Jahres sein. So, jetzt habe ich euch diese Legung vorgestellt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Interpretation ist leider länger geworden, als ich mir das gewünscht habe, aber ich hoffe, sie war einfach interessant. Ich blende noch einmal das Buch ein, was ich euch sehr ans Herz lege. Das ist das Buch Tarot, dem Leben in die Karten schauen von Renate Anratz. Ich verlinke das auch noch mal, wenn ich das bei YouTube einstelle. Und die Legung zum Abschluss könnt ihr hier auch noch einmal sehen. Und auch die Legung kann ich vielleicht noch zusätzlich als PDF einstellen. Muss ich mal schauen. Ja, euch einen wunderschönen Mittwoch und wir sind wieder online am Freitag mit dem Thema Hofkarten. Und ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts weiter mehr zu sagen. Danke, liebe Kinder.